Also Elektrokonvulsionstherapie sagen wir dazu oder manche eben auch Elektrokrampftherapie. Es geht darum, dass man einen kontrollierten epileptischen Anfall bei den Betroffenen auslöst. Kontrolliert bedeutet hier unter Narkosebedingungen, der Patient bekommt es nicht mit. Es findet in dem Sinne nach außen kein Krampfgeschehen statt, also die Muskulatur wird nicht beansprucht. Es kommt nicht zu den sonst vielleicht bei Epilepsie oder bei epileptischen Anfällen auftretenden Verletzungen. Es gibt ganz klare Indikationen, zum Beispiel bei älteren Menschen mit auch wahnhaften Depressionen, bei denen wirkt es so gut, dass man sich auch überlegen kann, dass die EKT hier eine sehr gute Alternativmethode auch schon im früheren Behandlungsverlauf eine Rolle spielen kann oder sollte. Viele dieser Patienten, die zu uns kommen, die wirken am Anfang so und man würde sagen, okay, das ist wirklich eine Demenz, da können wir nichts mehr machen. Und diese Patienten profitieren, die erwachen förmlich aus dieser Phase durch die EKT. Und das ist schon ein toller Moment, muss ich sagen, weil man dann auch sieht, wie dieser Mensch wieder am Leben teilhat und wie er auch wieder Teil der Familie wird, zum Beispiel, oder des Partners. Und das sind immer Momente, wo man sagt, okay, Mensch, dafür lohnt es sich, diese Videos zu machen, die Aufklärung zu machen, die Vorträge zu machen, was wir eben alles dazu beitragen, dass das bekannter wird und vielleicht auch ein paar Ängste und Sorgen davor fallen, ne? Die EKT ist eine Methode, bei der wir das gesamte Gehirn anregen. Das ist eine richtige Konvulsion. Mit der rTMS können wir ganz spezifisch bestimmte Hirnareale anregen, aber auch hemmen. Das ist das sogenannte repetitive transkranielle Magnetstimulationsgerät, ein sehr langes Wort. Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass wir mit Magnetfeldinduktion die oberen außen liegenden Regionen der Hirnrinde stimulieren können. Wir lernen ständig dazu. Der Vorteil von unserem Haus ist ja, dass wir im Prinzip die ganze Ausstattung im Haus haben, inklusive auch der Neuronavigation. Damit können Sie noch viel, viel spezifischer die Hirnregionen identifizieren, an denen Sie stimulieren können. Und wir sind zumindest haben wir keine Angst davor, auch neue Wege zu beschreiten. Das, glaube ich, zeichnet uns auf jeden Fall aus.